noch bevor er etwas sagen konnte, hielt ich meine Kreditkarte hoch. Und es gibt 100 Kronen Trinkgeld. Unter einer Bedingung. Er drehte sich um und sah mich mit seinen blassen Augen an. Du sagst kein Wort, bis wir am Royal sind. Nicht eins. Er zuckte die Schultern. Also, fahr los. Und kein Wort. In diesem Jahr kam der Herbst früh in Madrid. Ein eisiger Wind aus den Bergen fegte über die kastilische Ebene und jagte die Menschen um die Straßenecken. Keine Stadt kann so kalt sein wie eine Stadt im Süden. Der Wind fand alle vorhandenen Löcher und Ritzen, und die wirkungslosen Heizkörper und glimmenden Elektroheizungen fochten einen vergeblichen Kampf gegen die Kälte. Anfang November hatten wir Schnee und der Verkehr brach zusammen. Dann wurde das Wetter wieder mild und schön, bis die sonst stets wache Stadt von einer neuen Kältewelle mit wolkenbruchartigen Regenfällen ins Koma versetzt wurde. Der Regen strömte über die leeren Kaffeetische und die Madrider blieben zu Hause, hockten vorm Fernseher und weigerten sich auszugehen. An einem Schneetag im November starb Don Alfonso.